Generalsmäßig könnte ich jeden anheuern. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, dann gleich nochmal ausbauen. Dann einen Standartenträger. So, einen Radmacher bitte. Die Beratungsanfragen bitten während der Let's Plays. Das ist echt nervig. So, der Radmacher, der braucht auch Holz und... Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So, welche wollte ich noch haben? Akkordarbeit erstmal. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Dann noch den Sturmangriff am besten. Und ja, ich könnte eigentlich theoretisch mal hier so einen Siegpunkt mir holen. Mit den richtigen Forschungen und mit genügend Kanonen und Musketieren sollte das gehen. Kann ich leider keine geistlichen. So, gucken wir mal kurz nach unserer Geologie. Da ist ein Geologe, da ist ein Geologe, da auch und da auch jeweils. Sehr gut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. Sehr schön. Und wir haben eine maximal ausgebaute Kaserne. Einen Standartenträger und... Machen wir 5 Kanoniere. Gebäudeausbau fertiggestellt. Haben wir einen Köhler. Den geben wir dann auch Fleisch, also Wurst. Ja, der Standartenträger, der braucht jetzt Gold. Mal sieht, uns geht die Kohle aus. Das ist definitiv nicht so schön.
müssen wir mal wieder die Kohleproduktion etwas ankurbeln. So, unser Standartenträger ist da. Ja, mit einer Standarte und einer Trommel. Donk, donk, donk. Ich finde lustig, putzig. Und die erste Kanone rollt aus. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Ja, der Sparfuchs ist jetzt weg. Jetzt auch mittlerweile genug rein, um für eine bessere Versorgung zu sorgen. Hier unten können wir dann nochmal einen Holzfäller errichten. Und Getreidescheunen und Windmühlen noch mehr. Meine Mehlproduktion, die lässt echt zu wünschen übrig. Das, obwohl wir so viel Weizen hier gelagert haben. Ja, weil ohne Mehl kein Brot. So, eine Kanone fehlt noch. Und ja, ihr seht, wir haben den Standartenträger. Der gibt uns jetzt Boni auch wirklich alles. Und zwar verdammt gute Boni, wie man sehen kann. So, wenn wir jetzt noch die Technologie erforschen, dann haben wir alle Technologien, die wir brauchen. Damit unsere Armee richtig stark ist. So. Die glotzen sich alle drei böse gegenseitig an. Es ist übrigens auch ein nettes Gimmick zu sehen, dass verschiedene Einheiten verschiedene Zelte haben. Also man kann wenigstens anhand der Zelte erahnen, was für Einheiten der jeweilige hat. Also wir sehen, Kondradin hat nur Musketiere und Pikiniere. Das sind die beiden Zelte hier, das runde und das eckige. So wie auch Balderus das runde und das eckige hat, aber da er auch Kavallerie hat, hat er das große Zelt hier. Ich hingegen habe, da ich Kanonen habe, das große runde Zelt. Also ein bisschen kann man es anhand der Zelte erahnen, wenn man nicht so wie ich die Spionageforschung hat. So. Könnte ich jetzt eigentlich theoretisch noch die Forschung forschen? Ist die gute Frage. Glückwunsch! Ja, kann eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So, das heißt, wir rücken jetzt aus mit unseren Kanonen. Yeah.
Seht, die Kanonen sind sehr effektiv. Ich verliere trotzdem eine. Können wir aber eigentlich leicht ersetzen. Gott, jetzt haben wir Kohle, ey. Definitiv, jetzt haben wir Kohle. Weiter so. Euch fehlt nur noch ein einziger Siegpunkt. Ja, wir haben den Sparfuchs zurück. So, Schlacht ohne Verluste gewonnen. Passt auf, ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Ja, den kriegen wir aber schnell wieder zurück. Ja, theoretisch könnte ich jetzt Kondradins Länder angreifen. So wie Drakorian gerade versucht, Kondradin anzugreifen. Warum auch immer. Ich will ja nichts sagen, Drakorian, aber du bist in der Unterzahl. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Auch wenn wir keine Werkzeuge mehr wirklich brauchen. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So, Getreidescheunen. Exzellent! Ihr habt einen weiteren Siegpunkt erhalten. Der Sieg ist nahe. So, Sparfuchs haben wir wieder. Dann graden wir doch gleich mal hier. Festigung hoch. Ja, Drakorian hat natürlich wieder verloren gegen Baldaus. Wir können, glaube ich, ja, auf 30 auf jeden Fall hoch. Ich glaube, 35 ist das Maximale, was eine Armee aufnimmt. Deswegen packen wir da nochmal 4 Kanonen rein. Oh ja, und dich stellen wir auf nach Bedarf, bitte. Weil so viele Ringe brauchen wir jetzt gerade wirklich nicht mehr. Was wir brauchen ist ja den Geistlichen. Was erhofft sich Drakorian hier? Also die KI ist echt niedlich manchmal. Oh.
Okay, das hat Drakorian ziemlich gut abgepasst, ey.